Hi. In der Schweiz hat sich ein MIM herausgebildet in der Corona-Zeit. Das ist ein Ausspruch des Bundesrats Berset, der gesagt hat, man müsse so schnell wie möglich, müsse man handeln, aber so langsam wie nötig, als Motto für diese Bewältigung. Und das MIM hat sich so verbreitet, dass es mittlerweile auch Firmen gibt, die das als T-Shirt auf T-Shirts drucken, diesen Spruch vom so schnell wie möglich, so langsam wie nötig. Und interessanterweise haben in derselben Zeit Axel Kromer, Wanda Klee und ich ein Papier geschrieben für das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich wechsle mal auf den Vollbildmodus. Und in diesem Papier, gedacht als didaktische Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer, haben wir genau diese Syntax verwendet, um ein paar Maximen zu formulieren. Zunächst, dass man so viel Empathie und Beziehungsarbeit wie möglich ermöglichen sollte oder aufbauen sollte und so viele Tools und Apps wie nötig. Also, dass es auf der einen Seite darum geht, etwas zu maximieren und auf der anderen Seite so einen gewissen Standard zu sichern. Und ich denke, das ist nicht nur etwas, was für dieses Distanzlernen, für den Digifernunterricht nötig ist, sondern was ganz allgemein im Unterricht gilt. Wenn es zu viele Tools sind, dann leidet Empathie und Beziehungsarbeit, und das Maß, wenn es zu wenige Tools sind, dann ist diese Empathie und Beziehungsarbeit gar nicht mehr möglich, weil ich beispielsweise gar keine Verbindung habe zu den Schülerinnen und Schülern, weil ich die Beziehungen nicht so pflegen kann wie heute, Beziehungen auch durch digitale Kommunikation gebildet werden. Dann so viel Vertrauen und Freiheit wie möglich, so viel Kontrolle und Struktur wie nötig. Da werde ich ja auch gleich in Bezug auf den Datenschutz noch ein Video machen, in dem es dann um die Frage geht, wie stark sollte auch Datenschutz oder Überwachung durch digitale Möglichkeiten zurückgebunden werden. Es ist ein Thema, das mich schon länger beschäftigt, und da muss man sagen, dass die neuen Möglichkeiten, gerade auch im Fernunterricht, dass da so Kontrollfantasien aufkommen, die in pädagogischen Verhältnissen sehr, sehr gefährlich sind. Dann geht so weiter. Also das sind Dinge, die ich alle schon diskutiert habe. Ich habe schon über Projektarbeit gesprochen, dass es viel davon braucht. Es braucht trotzdem kleinschrittige Übungen, um ein gewisses Grundverständnis zu sichern. Ich habe darüber gesprochen, dass vieles asynchron laufen sollte, aber das halt nicht immer möglich ist. Und deshalb braucht es natürlich auch gewisse synchrone Settings. Also Videokonferenzen wären das im Fernunterricht. Und dasselbe gilt dann natürlich auch für die Schule. Das sind synchrone, bedeutet, eine Lerngruppe, eine Klasse muss zur selben Zeit am selben Ort dasselbe tun. Asynchron heißt, das können die Lernenden in ihrem eigenen Tempo auch bestimmen, wann sie was genau lernen sollten. Und dann zum Schluss noch zum Feedback, dass ganz vieles über Peer-Feedback laufen sollte. Es ist sehr motivierend und ein Grundstock, ein Grundbestand an Lehrfeedback trotzdem nötig ist. Wenn ihr diese Seite aufruft, ich verlinke die dann auch gleich unten, dann könnt ihr das jeweils ausklappen. Ich möchte hier einen schönen Satz, der dann als Fazit unserer Einleitung dasteht. Also, der Satz ist nicht von mir, deshalb wage ich jetzt zu sagen, es ist ein schöner Satz, dass es um die Beziehung geht, auch im Distanzlernen, und dass Tools und Apps diese Beziehung aber verändern und dass man nicht sagen kann, ja, es ist eigentlich noch dieselbe Beziehung, wie wir sie immer gehabt haben. Und wenn man dann weiterklickt, dann findet man aus der Praxis in NRW auch noch Hinweise, was es jetzt genau heißt, auf der Stufe Gymnasium, Berufskolleg, Gesamtschule, also aus verschiedenen Stufen der Schule, wird das deutlich, was es genau heißt. Also der Text lässt sich aufklappen und führt dann auch wieder zu einer Konkretisierung, wenn man da zurückgeht. Dasselbe kann man hier machen, aufklappen, dann hat es einen kurzen Text, eine Zusammenfassung und dann noch einmal Konkretisierungen aus der Praxis. Ich freue mich, wenn ihr euch das durchlest, wenn es euch auch weiterhilft, und wir schätzen auch Feedback sehr, Axel, Wanda und ich. Ihr könnt das gerne auch auf Twitter hinterlassen, dort findet ihr uns ganz leicht, oder natürlich auch auf diesem YouTube-Kanal. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch ein schönes verlängertes Wochenende mit diesem Feiertag heute und